Robert Downey Jr., im Fatigo Remake? Ein Remake von Alfred Hitchcocks, 1899 bis 1980, Thriller Vertigo, aus dem Reich der Toten aus dem Jahr 1958, ist offenbar in Arbeit. Robert Downey Jr., 57, soll dabei angeblich mit der Hauptrolle liebäugeln. Laut US-Branchenportal Deadline hat Paramount Pictures für den Film bereits grünes Licht gegeben. Der Iron Man-Star produziert den Streifen und wird möglicherweise die Rolle von John Scotty Ferguson übernehmen. Die einst durch James Stewart, 1908 bis 1997, berühmt wurde. Das Drehbuch zum Remake stammt von Steven Knight, 63, der unter anderem für die erfolgreiche BBC-Serie Peaky Blinders bekannt ist. Kurz zuvor hatte Variety berichtet, dass Knight beauftragt wurde, einen neuen Star Wars-Film zu schreiben. Nachdem die Autoren Damon Lindelof, 49, und Justin Britt Gibson das Projekt verlassen hatten. Vertigo, basierend auf dem französischen Roman Des Entre les Morts, erhielt bei seiner Veröffentlichung zunächst gemischte Kritiken, wurde aber bald zu einem der berühmtesten Filme von Hitchcock.